Hi, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal hier bei Daniels Tabletop Welt. Heute einmal mit Flames of War. Was benötige ich? Wie steige ich in diesen Zweiten Weltkrieg Miniaturenspiel vom Hause Battlefront ein? Flames of War versetzt euch in drei verschiedenen Zeitepochen des Zweiten Weltkriegs. Wir haben einmal den Early War, wenig Fahrzeuge, wenig Panzer, ich habe sogar hier noch berittene Einheiten, viel Infanterie, Grabenkampf. Hab dann einmal den Mid-War, hab dort mehr so den Fokus auf die Wüste gesetzt mit Rommels Wüstenfüchsen, Montgomery Desert Rats und natürlich zum Ende des Krieges den Late-War mit, wo die ganze Kriegsmechanerie des Zweiten Weltkriegs natürlich schon erforscht ist und was ich dann hier alles bei diesem Spiel auf den Tisch bekommen kann. Ich werde euch mehr den Late-War erklären können, da ich ein reiner Late-War-Spieler bin. Bin damals auch auf Late-War-Turnieren gegangen, alles, und mich hat das einfach mehr interessiert, diesen Late-War zu spielen, als die anderen zwei Zeitepochen. Solltet ihr natürlich Fragen haben zu Early-War oder Mid-War, scheut nicht, ich werde es auch mal in die Videobeschreibung reinmachen, die Facebook-Gruppe zu besuchen, Flames of War und Battlegroup-Gruppe Deutsch. Dort ein Haufen erfahrener und auch neuer Spieler. Wenn ihr Fragen habt, Infos braucht, einfach Gruppe beitreten, Fragen stellen. Es gibt keine dummen Fragen, es wird euch immer geholfen. Also ich muss sagen, sehr gute Gruppe, cooler Zusammenhalt, läuft. Flames of War, wie starte ich natürlich? Wie bei jedem guten Tabletop-Spiel muss ich auch erstmal schauen, habe ich überhaupt Leute in meiner Umgebung, die das Spiel spielen. Wenn ihr die Leute habt, die euch da ein bisschen einlassen können, dann schaut vielleicht auch mal, was vielleicht für mich immer wichtig ist, welche Armeen sind schon vergeben. Weil ich persönlich finde es immer schade, wenn es immer wieder die gleichen Armeen gibt, wenn ihr zum Beispiel alle die Deutsche spielen wollen oder alle die amerikanische Seite, Sowjetseite und so weiter. Bei mir fing das damals so an, ein guter Freund von mir hatte mir damals den Tipp für Flames of War gegeben und da wir beide so ja, aus Spaß Rivalitäten ausgelebt haben und er die Deutschen gespielt hatte, musste ich unbedingt einen Konterpart wählen. Also wählte ich für mich die amerikanische Seite. So konnten wir nämlich unsere freundschaftliche Rivalität auf den Rücken von hunderten Plastikminiaturen ausleben. Gesagt, getan, also kaufte ich mir für den Anfang einmal die Flames of War Starterbox für Version 3. Ich werde euch gleich auch noch die Starterbox für die Version 4 vorstellen, aber werde einmal anfangen mit der Starterbox für Version 3. Für mich eine sehr gute Starterbox, wenn ihr mit Flames of War anfangen wollt, vor allen Dingen auch, wenn ihr in eurem Freundeskreis noch nicht sicher seid, ob euch Flames of War was ist. Diese Starterbox für zwei Spieler, zurzeit sehr schwierig zu bekommen, ich weiß, aber bei eBay immer mal reingucken, bei eBay steht es immer mal drin, Kostenpunkt zwischen 40 und 50 Euro, was eigentlich für diese Box relativ sehr günstig ist. Ich habe drin einmal eine deutsche Seite mit 73 deutschen Grenadieren, zwei Packgeschützen und drei Stück Panzern. Auf der anderen Seite eine Mischung zwischen britischen und amerikanischen Truppen. Ich habe 6 Sherman-Panzer, 2 Fireflies und 32 Fallschirmjäger. Was in der Box noch drin ist, ich habe einmal die Schnellstartregeln, feuerfrei, wo alles wunderbar beschrieben ist für den Anfang. Weil Flames of War Version 3, muss man schon sagen, ist ein sehr komplexes Tabletop-Spiel. Ich habe für jeden Einheitentyp verschiedene Sonderregeln, was für mich aber das Spiel sehr interessant macht, weil das Spiel ausgeglichen ist, sehr komplex ist und ich immer wieder diese Tiefe des Tabletops erleben kann. Ich kann Taktiken ändern, ich muss schauen, wie setze ich meine Panzer ein, wie setze ich die Artillerie ein und so weiter. Also, es ist nicht schwer zu lernen, ich habe es auch geschafft und ich bin eigentlich einer, der nicht so gerne die Regeln liest, ich bin eigentlich regelfaul, aber wenn man einfach das Spiel spielt, immer wieder, klar, am Anfang kriegt man sehr auf die Mütze, ich kenne das, die Würfel sind dann schuld, aber für mich eins der Top-Tabletop-Spiele, was ich immer wieder spielen könnte, ja, schaut es euch einfach an. Ich habe diese Schnellstartregeln, wie gesagt, drin, ich habe für den Anfang 2D-Gelände, ich habe hier wunderschöne Häuserecken, die ich auf meinem Schlachtfeld stehen kann, um erstmal das Spiel zu testen. Also ich brauche noch nicht mal großes Gelände hier für dieses Spiel, ich muss nicht viel bezahlen. Ich kann erstmal wirklich auf einem kleinen Tisch, auf euren Esstisch, baut euch die Schlacht da auf, versucht so ein bisschen mit den Figuren zu machen, lest euch die Schnellstartregeln durch, versucht diese ganzen Regeln, die es da gibt, so ein bisschen zu lernen, wunderbar. Ich habe noch mehr 2D-Gelände, hier so ein bisschen Wald, dass ich ein bisschen Deckung machen kann. Ich habe verschiedene Marker, dazu werde ich euch gleich auch noch mal ein bisschen was zeigen, diese Marker, die ich dafür habe. Und ich habe hier schon mal
zwei Listen. Ich habe einmal eine gepanzerte Abteilung für die Amerikaner mit 830 Punkten und einmal eine Grenadierkompanie der Deutschen mit 790 Punkten. Hier ist wunderbar alles beschrieben, was in der Box drin ist. Ich habe meine Werte, die dabei sind. Ich kann immer schauen, was die haben, welche Fahrzeuge es sind, wie viele Würfel ich für die einzelnen Einheiten habe und so weiter. Also auch sehr gut beschrieben, sehr schön gemacht. Hier habe ich einmal die Modelle. Ich habe hier den wunderschönen Sherman. Ich habe den Firefly, den Stuck, das Stuckgeschütz und die Pack 40. Die Figuren müssen alle als allererstes natürlich wie bei jedem Tabletop-Spiel zusammengebaut werden. Dazu habe ich die kleinen Figuren hier, die ihr hier seht, die ich dann hier auf diese Base drauf machen kann. Ich hoffe, ihr erkennt es einigermaßen und dann später zusammen malen kann und so weiter. Wie gesagt, Flames of War, Einsteigerbox Version 3. Viel drin, für den Einstieg super gut. Und natürlich habe ich auch das Regelbuch für Version 3. Ihr seht, es ist ein dickes Buch, erschreckt euch nicht. Es ist viel beschrieben, es gibt natürlich auch viele Sonderregeln für die einzelnen Nationen. Sei es für die Engländer, sei es für die Amerikaner, für die Deutschen und so weiter. Schaut es euch an, testet es. Ich kann es, wie gesagt, immer nur wieder wiederholen. Ihr merkt meine Freude, dieses Tabletop-Spiel euch vorzustellen. Ich finde es einfach super. Was natürlich auch dabei sind, ihr habt hier Würfel für die Deutschen und für die Amerikaner. Ihr habt ein Maßband, also ein Zollstock, wie man so schön sagen kann, ja, um die Entfernungen abzumessen. Ihr braucht euch noch nicht mal ein eigenes Maßband zu holen. Also es ist alles in dieser wunderschönen Box drin. Version 3. Für Version 4, die Box habe ich zurzeit nicht hier, weil ich Version 4 noch nicht so ganz gespielt habe. Wir haben es bei uns in der Spielergruppe in Dortmund, wo wir immer spielen, mal probiert. Aber wir sind noch nicht so richtig warm mit der Version 4 gekommen. Warum, weshalb, werde ich euch im Laufe der Flames of War Reihe erklären, was der Unterschied ist zwischen Version 3 und Version 4. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich da auch für Version 4 eine Einsteigerbox, das ist die El Alamein Box, die ihr in jedem guten Fantasy-Laden, also Tabletop-Laden bekommt. Unterschied zwischen Version 3 und Version 4 werdet ihr jetzt gleich merken. Hier in der Version 3 Box haben wir insgesamt 11 Panzer drin gehabt. In der Version 4 Box haben wir 5 Panzer. 3 auf der britischen Seite und 2 auf der deutschen Seite. Ich habe auch wieder mein Gelände 2D, wie in der Version 3 Box, das ist gleich. Ich habe meine Würfel drin, ich habe auch meine Infanterie da drin. Ich habe ein Regelbuch drin für Version 4, was ein bisschen kleiner ist. Ich gucke gerade mal, wo ich sie habe. Es ist hier, ja, hier das Version 4 Regelbuch. Und ich habe auch wieder Einheitenkarten drin. Die Einheitenkarten, finde ich persönlich, ist eine gute Sache für Version 4. Früher hatte man vieles auf Zetteln. Ich hatte meine Armeeliste gehabt, habe die dort die ganzen Sonderregeln gehabt. Diesmal kann ich Einheitenkarten nutzen, kann sie mir wunderbar auf meinem Tisch, an meiner Tischkante hinlegen, kann dann immer sehen, wenn ich eine Einheit aktiviere, was habe ich jetzt damit, wie weit kann ich sie fahren im Gelände, auf Straße, wie viele Würfel habe ich, wie ist meine Firepower und so weiter. Das ist eine sehr gute Lösung vom Battlefront. Diese Einheitenkarten habe ich mir auch bestellt. Zurzeit relativ schwierig ranzukommen, weil die relativ schnell ausverkauft waren, weil ich die mit Version 3 oder Version 4 auch nutzen kann. Also das ist kein großer Unterschied. Wie schon angesprochen, wir haben jetzt einmal uns die Starterbox geholt und jetzt muss natürlich weitergehen, wenn euch das Spiel gefällt, was mache ich weiter? Dazu gibt es wunderbar die Kampagnenbücher oder Armeebücher, wie es so schön heißt. Ich hatte mir, wie gesagt, für Late War entschieden, aufgrund, dass mir die Serie Band of Brothers sehr gut gefallen hatte, fand ich immer die Easy Company sehr cool. Also alles, was so in Naden, Bastogne, die Schlachten, wollte ich immer gerne einmal bei mir nachspielen. Ich habe dann mir dieses Battle of Bulk Buch geholt und habe dann einfach mal geschaut, was kann ich noch für meine Armee mir zuholen. Ich habe dann einmal eine Infanterieliste gespielt und kann dann einfach schauen, hier zum Beispiel die 2nd Infantry Division der Indian Heads, habe dann dort meine verschiedenen Einheiten, was ich noch alles dazu holen kann. Sprich, ich kann Support Platoons mir dazu holen, sprich Panzer, Artillerie,
ich kann mir weitere Infanterie dazu holen, ich kann mir Flugzeuge, also Aircraft dabei holen. Ich kann mir natürlich, wenn ich mein Gegner Flugzeuge hat, kann ich auch Anti-Aircraft-Fahrzeuge holen, einfach um die Flugzeuge zu beschießen. Ich habe verschiedene Aufklärungsfahrzeuge und ich habe auch für bestimmte Charaktermodelle, wie zum Beispiel bei den Deutschen wäre es dann Wittmann, der Panzerkommandant, oder halt bei den Amerikanern, bei mir jetzt wäre es jetzt der General Patton, der eigentlich sehr populär ist für die Amerikaner. Habe ihn noch nicht so oft gespielt, weil es auch ein sehr teures Modell ist, hat sich bis jetzt in meinen Listen noch nicht so sehr gelohnt, den da öfter spielen, aber das Modell ist schon sehr cool, weil da daneben sein kleiner Snoopy, also sein kleiner Pudel daneben steht, was das Modell eigentlich relativ cool aussehen lässt. Also, wenn ihr das Armeebuch dann habt, schaut es euch einmal ab. Diese Armeebücher gibt es zurzeit relativ günstig, weil irgendwie, ich habe schon gesagt, das Flames of War zurzeit in Deutschland ist so ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Warum? Weiß ich persönlich nicht. Ich finde, das ist ein sehr tolles Spiel, aber aufgrund der Regeländerung von Version 3 auf Version 4 gab es einen riesengroßen Krach in der Turnierszene oder in der Flames of War-Szene. Die Version 3 Spieler wollten mit Version 4 nichts mehr zu tun haben. Version 4 Spieler haben dann gesagt, okay, wir wollen mit den Version 3 Spielern nichts mehr zu tun haben. Ein riesengroßes Hin und Her. Das hat man dann auch gemerkt an den Turnieren. Seit einem Jahr ist die Turnierszene von Flames of War eigentlich leider ist er gestorben. Ich weiß nicht, an was es liegt, warum man nicht einfach Version 3 Turniere wieder macht. Also wenn ihr das Video seht und ihr habt Bock Turniere zu machen, ich wäre auf jeden Fall dabei. Ich habe auch nochmal 2-3 Leute, die Bock hätten auf Version 3 Turniere. Macht's einfach wieder. Das System lohnt sich einfach wieder aus dem Schrank zu holen. Für die Vitrine ist das System einfach zu schade für, weil es eine Menge Spaß macht. Was brauche ich noch dazu? Ich habe einmal bei Flames of War diesen Rangefinder, den ich mittlerweile auch bei jedem guten Tabletop-Spiel habe, einfach um meine Entfernung zu messen. Ich habe hier diese kurze Kante für meine 2 Zoll, für meine Infanterie zum Beispiel, die lange Seite für Fahrzeuge, Panzer. Ich habe hier nochmal eine Seite, die ich nutzen kann. Also alles wunderbar, ohne dass ich ein großes Maßband brauche. Natürlich, wenn ihr euch diesen Rangefinder nicht bekommt, könnt ihr ein ganz normales Zollmaßband nutzen, ja, was viele auch jedes Tabletop-Spiel schon hat. Wird wahrscheinlich jeder haben bei euch. Nutzt es, ist gar kein Problem. Ich fand es einfach einfacher, weil ich einfach dann hier meine Einheiten schöner abstecken kann, ohne großartig mit dem Zollmaßband zu arbeiten. Aber es ist kein Muss. Was habe ich noch? Wenn ich natürlich Artillerie spiele, brauche ich eine Artillerie-Schablone. Und diese Artillerie-Schablone ist auch alles beschrieben, was ihr habt. Also die Schablonen von Flames of War sind wirklich anfängerfreundlich. Weil ihr habt, jetzt seht ihr es wahrscheinlich nicht, weil die Schablone durchsichtig ist. Also man kann durchschauen. Es ist alles beschrieben. Erstens mal hier 1.1 bis Punkt 11. Wie setze ich Artillerie ein? Was muss gegeben sein? Welche Würfel muss ich werfen? Welche Windrichtung kommt? Wie ist die Abweichung für die Artillerie? Also wunderbar, diese Flames of War Artillerie Schablone zu nutzen. Es gibt einmal die kleine, es gibt eine mittlere und es gibt eine ganz große. Die ganz große, ja, sieht aus wie so ein Pizzakarton. Ist auch so groß, glaube ich, wie ein Pizzakarton. Aber wenn ihr die einmal so viel Artillerie auf dem Tisch habt, dass ihr diesen riesen Pizzakarton nutzen könnt. Für den Gegenspieler ist es natürlich halt immer schwierig. Aber ich habe es auch einmal gehabt mit meinem, was habe ich genommen, wie Panzer? Meine, ja, Artilleriepanzer hatte ich gehabt. Ich komme jetzt gar nicht auf den Namen. Und konnte dann auch diesen großen Pizzakarton für nutzen. Und wie war das Ende vom Lied? Wie so oft, wenn ich einen Tabletop spiele, ich habe nichts getroffen, weil meine Würfel einfach nicht wollten, wie ich es will. Ja, das ist mein großes Problem, mein großes Manko. Die Würfel sind mir einfach nicht heilig. Trotzdem, ich spiele gerne Tabletop, wahrscheinlich deswegen, weil ich so, ja, eh immer weiß, dass die Würfel nicht auf meiner Seite sind, aber es macht mir einfach einen riesen Spaß, Tabletop zu spielen und vor allen Dingen Flames of War zu spielen. Was kann ich noch mehr holen? Ich habe diese wunderschönen Flames of War Würfelbecher. Dort auch, wie hier zum Beispiel, ist es für die 29. Infanterie Division, für die meine Amerikaner, gibt es verschiedene. Für die Deutschen gibt es verschiedene deutschen Einheiten, für die Russen die verschiedenen russischen Einheiten und hier für die Amerikaner habe ich diese. Ihr habt hier hinten eine kleine Hintergrundgeschichte mit einem historischen Bild. Wenn ich die Box einmal aufmache,
habe hier meine verschiedenen Würfel drin und habe natürlich dann auch hier meine verschiedenen Marker, die ich nutzen kann für das Spiel. Zu den Marker möchte ich auch einmal später im Verlauf des nächsten Videos kommen, wenn ich euch das Spiel einmal vorstelle, wie ich es nutzen muss. Diese Boxen sind auch leider mittlerweile sehr schwer ranzukommen oder ihr müsst halt einfach mal schauen, eBay, Flohmarktpfund, manchmal kommt ihr da, habt ihr da auch Glück und kriegt die günstig. eBay Preise zwischen 15 und 150 Euro. Ihr merkt, diese Boxen sind teilweise heiß begehrt. Was ich euch empfehlen kann, wenn ihr eine andere Art von Boxen haben wollt, einmal hier Dice of War von dem Adam aus Australien. Macht die gleichen Boxen, auch wunderschöne Boxen. Und wie schon eben angesprochen, ich spiele zurzeit eine Second Infantry Division der Indian Heads. Also wollte ich unbedingt Würfel haben mit dem Indian Head Symbol. Ja, ich habe insgesamt 16 Würfel bekommen. Mit dem Zoll ist das eigentlich auch gar kein Problem. Wenn man sich vielleicht zusammentut, haben wir damals bei uns im Club bestellt, diese Boxen. Guckt einfach mal bei Dice of War. Lohnt sich auf jeden Fall. Und der Adam macht auch sehr gute Preise. Auch ihr mit ihm könnt ihr auch ein bisschen verhandeln, wenn es um den Porto oder um Zollgebühren geht. Ist gar kein Problem. Also sehr gut zu machen. Was brauche ich noch, wenn ich das Spiel starte? Ich brauche natürlich meine Armeeliste. Ich habe dann hier wunderbare Armeelisten, die ich machen kann, wenn ich jetzt meine Armee zusammengestellt habe. Habe dann zum Beispiel jetzt hier, das ist die letzte Liste von 2017, wo ich die Deutsche Meisterschaft mitgespielt habe, das Grand Tournament in Heiligenhaus. Dort wurden 1620 Punkte zum Beispiel gespielt. Ja, ich muss wissen, ich habe hier verschiedene Punktewerte. Für die Panzer ist zum Beispiel ein Schirm 80 Punkte wert. Ich kann 1620 Punkte aufbauen, also muss ich in diesen Armeebüchern, die ich hier habe, dort findet ihr alle Punktewerte, alle Einheitenwerte und dann könnt ihr euch eure Listen so zusammen spielen. Wenn ihr Bock habt natürlich, zeige ich euch noch gerne einmal in einem extra Video, wie es funktioniert. Es gibt da verschiedene Apps, es gibt dort Internetseiten für, wo ich eigentlich ganz einfach mir eine Armeeliste zusammenstellen kann. Solltet ihr weitere Fragen haben für Flames of War, bitte schreibt in die Kommentare, was euch interessiert, auf was ihr Bock habt. Wenn ihr mehr Hintergrundwissen haben wollt für das Spiel, gerne. Ich bin gerne bereit, in dieser Videoreihe weiteres für euch zu machen, weil es für mich einfach eine Herzensangelegenheit ist, dieses Spiel wieder auf den Markt zu bekommen, dass es wieder mehr Spieler in der Öffentlichkeit spielen, weil es wirklich ein cooles Spiel ist, was wirklich viel Spaß macht, was sich lohnt zu spielen. Spielfeldgröße habt ihr hier bei 1,80 an 1,20. Es gibt verschiedene Geländeteile. Ich kann zum Beispiel auch Modellbaugelände nutzen, wenn ihr es nicht so teuer haben wollt. Es gibt natürlich vom Battlefront auch diese verschiedenen Häuser für die Normandie, für andere Sachen. Sehen cool aus oder von Foreground die Häuser, die ihr nutzen könnt. Ich habe mir damals aus dem Modellbau-Konvolent eine ganze Kiste Modellbauhäuser geholt und konnte so meine Schlachtplatte für meine Armee bauen. Das soll es erstmal gewesen sein für Flames of War, was ihr benötigt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn nicht, lasst mir gerne einen Daumen hoch, würde mich freuen. Des Weiteren möchte ich euch auch mal daran erinnern, dass ihr bei mir zurzeit bis zum 15. August ein individuelles Würfelbrett gewinnen könnt, made by Melvel. Also einfach Daumen hoch. Unter allen, die mir einen Daumen hoch gegeben haben, werde ich dann am 15. August dieses wunderschöne Würfelbrett verlosen. Und ja, wenn ihr keine Fragen mehr habt, wir sehen uns. Bis dann. Ciao.